Herzlich willkommen zum zweiten Sprich mit mir Blog für Business Mind. Mein Name ist Petra Berger, ich bin Sprechtrainerin. Ich werde mich heute bemühen, Ihnen den Zusammenhang zwischen Sprachmelodie und Image etwas näher zu bringen. Wir alle sprechen ständig simultan zwei Sprachen. Das eine ist die Sprache des Logos, der Wortinhalte und Satzzusammenhänge. Die andere Sprache ist die Sprache der Bilder, der Emotionen, der Melodien. Und die braucht keine Worte. Während wir auf der Sprache des Logos bemüht sind, immer alles exakt auszudrücken und das sozusagen, was wir meinen, sind wir auf der Sprache der Bilder und der Sprachmelodie oft ziemlich ahnungslos, was wir denn eigentlich aussagen. Es gibt zum Beispiel Menschen, bei denen ist alles, was sie sagen, eine unverrückbare Tatsache mit Aufforderungscharakter. Und solche Menschen, die tun sich schwer, sich mit dieser Sprechweise Freunde zu machen. Es gibt andere, bei denen ist alles, was sie sagen, eine Frage und alles, was sie sagen, stellen sie auch in Frage, damit manchmal auch sich selber. Und in Wahrheit tun sie sich und ihrer Souveränität damit keinen Gefallen, nicht? Und dann gibt es noch die, zum Beispiel, die jede Aussage in der Aussage tunlichst vermeiden und damit aber eigentlich auch aus das Aussagen und sei es nur die Tatsache, dass wir alle froh sind, wenn so ein Monolog endlich zu Ende geht. Wenn Sie sprechen und wenn Sie in ein Gespräch verwickelt waren, in einer Besprechung und jemand vielleicht meint, Sie hätten etwas aggressiv gesagt oder Sie wären ausweichend gewesen oder hätten sich sogar über jemanden lustig gemacht, mag es vielleicht nicht an den Worten gelegen haben, die Sie verwendet haben, sondern vielleicht war es Ihre Sprachmelodie. Wenn zum Beispiel die einfache und sogar höfliche Aufforderung, vom Wortinhalt höfliche Aufforderung, bringst du bitte den Müll raus, endet in, bringst du bitte den Müll raus, ist das eine aggressive Aufforderung mit allerlei Hintergrundinformationen. Und sie mag darin enden, dass sie sagen, wissen Sie, ich habe nur gesagt, ich habe dich nur höflich gebeten, ob du vielleicht den Müll rausbringst, ist das jetzt auch schon zu viel? Vielleicht wäre die Aufforderung in einer Sprachmelodie, bringst du bitte den Müll raus, ihrer Beziehung zuträglicher gewesen. Ich bitte Sie nicht zu vergessen, dass Sprechweise, Stimmführung, alles was Sprechtechnik betrifft, änderbar ist, in jedem Alter. Es braucht nur ein bisschen Übung und Anwendung. Und dafür wünsche ich Ihnen viel Freude und viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen!